Das ist mein Manni. Der Manni ist ein 12-jähriger Hannoveraner Wallach. Die heißt Sani und ist aus Griechenland. Das ist mein Pony Fienchen. Das ist die Gracie. Die Gracie ist eine 11 Jahre alte Zwergschnauzerhündin. Der Hund heißt Feline. Es ist eine Sie. Sie ist 8,5 Jahre alt. Und sie macht die Wallfahrt jetzt auch zum dritten Mal mit. Das ist einer von unseren Therapiehunden. Das ist die Abby. Das ist ein Border Terrier. Also das ist Karl. Karl gehört meinem Mann und mir. Der wohnt mit uns auf einem kleinen Bauernhof in Bettburghau. Das ist unser Pit. Und wir sind hierher gekommen, weil wir von der Hundewallfahrt gehört haben und weil uns das einfach interessiert hat. Es gibt zwei Feste im Ort. Das ist einmal die Kirmes und dann die Pferdesechnung. So kann man das sagen. Sonst ist ja nicht viel los in so einer kleinen Gemeinde. Die Leute sind immer mal froh, mit Weihnachten mal was anderes zu sehen. Nicht nur im Wohnzimmer, hinterm Ofen und am Tannenbaum. Man kann alle Tiere mitnehmen, die sich führen lassen, die man tragen kann. Wir haben auch unseren Hund dabei jetzt. Unsere Überlegung dabei war Pferde, wir arbeiten jeden Tag mit den Pferden, wir gehen damit auf Turnier. Warum sollen die nicht auch Gottes Segen dabei bekommen, was da irgendwo so Schützenhand oben drüber ist? Das war die Überlegung damals bei. Willi ist Familienmitglied und auch Kumpel und ich verbringe eben jede freie Minute, die ich nicht beruflich involviert bin, auch mit meinem Hund. Und da ist auch das komplette Freizeitangebot von abgestimmt. Ich fahre auch so in Urlaub, dass ich ihn mitnehmen kann und da er zu schwer ist, fliege ich auch nicht mit ihm. Also dann lieber in die Eifel oder ins Sauerland, wo ich auch Willi mit hinnehmen kann. Wenn ich mich abends mit Freunden zum Essen verabrede, suche ich mir Restaurants aus, wo auch Willi mit rein darf. Also das klappt schon. Oh ja, der hilft eigentlich ganz stark auch für die Gesundheit, weil wir müssen immer viel laufen und das ist ganz wichtig. Mein Pony hat eine Bedeutung eigentlich wie ein Hund. Also sie lebt zwar nicht hinten mir im Haus, aber die ist mir schon sehr, sehr wichtig. Und ja, ist schon eine Art Freund, kann man sagen, ein tierischer Freund. Das ist auch jemand, der sich immer freut, wenn man kommt. Ob man kaputt ist, ob man müde ist, ob man ungewaschen ist, ob man gewaschen ist, es interessiert es nicht. Es ist einfach da und freut sich, wenn man da ist. Und wenn man traurig ist, dann merkt es schon auch, dann kommt es, als ob es trösten würde, glaubt man. Aber es tut gut. Ich finde es schon als Familienmitglied und man hat irgendwie, meine Althündin ist im Dezember mit 12 Jahren gestorben, also 12 Jahre, die rund um die Uhr bei sich zu haben. Ne? Also das schon wie so ein Kind eigentlich auch, dass man eben, egal ob krank oder gesund, ne, man ist da und zieht hier das alles mit durch. Tiere geben Trost und er gibt mir viel Trost. Meine Tochter hat mir den geschenkt, nachdem mein Mann gestorben war. Ich meine, er ersetzt keinen Partner. Aber der gibt mir so viel Trost. Also für viele ist es vielleicht ein Sportpartner. Also für mich ist Gary das Wichtigste eigentlich. Also ohne geht gar nicht. Mausi ist gut. Richtig mal ein. Alles gut. Ja, Tiere heute, Partnerersatz, Kindersatz, Lebensstütze. Für viele Leute. Für mich zum Beispiel auch. Meine Pferde sind für mich auch eine Partnerersatz, Lebensstütze. Ist so. Gott sei Dank, kann ich nur sagen, gibt es die Tiere, gerade auch in solchen Situationen, besonders in Großstädten, die wir hier im Umfeld auch haben, vereinsamen ja Menschen, besonders auch ältere Menschen, deren Lebenspartner verstorben ist, wo die Kinder weggezogen sind, ist oft das Tier die einzige Beziehung. Was positiv auch ist, Gott sei Dank haben sie diese Beziehung, was natürlich auch kritisch an unserer Gesellschaft zu hinterfragen ist, wie gehen wir mit einsamen, alten, kranken Menschen um. Grenzwertig, finde ich, kann es dann werden, wenn das Tier vermenschlicht wird. Also wenn das Tier Ersatz ist für ein Kind, zum Beispiel in einer Ehe. Oder wenn das Tier so behandelt wird, als wenn es ein Mensch wäre.
als wenn es dass die Erzählungen verstehen würde oder dass es auch angezogen werden muss. Viele Menschen leben sehr intensiv, habe ich den Eindruck, mit Haustieren oder Tieren in ihrer Umgebung und sind auch vielleicht noch so ein bisschen auf der Suche, weil das Tier ja so traditionsgemäß ziemlich hinten stand, fast wie so eine Sache, die konnte man verkaufen, konnte man schlachten, konnte man alles mögliche mitmachen. Und die Menschen spüren aber, das ist was Wertvolles, was Lebendiges, das mir persönlich in meinem Leben wichtig ist und da auch so Ausschau halten nach so fast menschlichen Formen, ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll, also irgendwie was mehr. Genau wie man auch heiratet oder irgendwas in der Kirche macht, möchte auch mit ihrem Tier irgendwas machen. Foto. Foto, nee. Ja, wir führen heute unsere vierte Dackelwallfahrt durch, beziehungsweise die Wallfahrt mit den Dackelfreunden. Wir sind ein Dackelverein, der hauptsächlich für die Zucht und den jagdlichen Einsatz der Dackel verantwortlich ist. Als wir die erste Dackelwallfahrt, oder ich muss sagen Wallfahrt der Dackelfreunde, angemeldet haben, war man bei der Wallfahrtsleitung etwas irritiert, aber hat uns die Wallfahrt aber doch genehmigt. Zu einer Wallfahrt gehört ein Kreuz. Also jeder läuft mit einem Kreuz vorweg und ich kenne keine Wallfahrtsgruppe, die nicht mit einem Kreuz unterwegs ist. Also das ist für mich also das absolute Muss. Das Kreuz, das wir mitführen, ist ein ganz schlichtes Holzkreuz. Soll auch ganz schlicht bleiben, weil wir auch als Dackelverein oder Hundeverein der Natur verbunden sind und deswegen sollte das ziemlich schnörkellos sein und dieses Kreuz ist vor 4 Jahren von meinem Sohn gemacht worden. Liebe Dackelfreundinnen, liebe Dackelfreunde und natürlich auch liebe andere Hundeliebhaber, die hier sind und die mit uns diese Wallfahrt mitmachen. Begrüßen darf ich euch alle hier in Kevela, auch im Namen des ersten Vorsitzenden, der leider aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen kann. Und ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam auch den Kreuzweg gehen können, gemeinsam beten und uns einfach auch in der Schöpfung Gottes freuen. Wenn wir den Kreuzweg jetzt gleich gehen, dann gehen wir den Weg Jesu ja auch mit. Innerlich wie äußerlich. Es kann auch unser Weg sein. Und vielleicht können wir auch daran denken, was wir als Menschen mit der Schöpfung anstellen. Das kann ja auch mal ein Kreuz sein, ein Kreuzweg, auch wie wir mit der Schöpfung und den Tieren umgehen. Für die Teilnahme an der Wallfahrt muss man keinesfalls gläubig sein, sind auch nicht alle Teilnehmer. Also grundsätzlich finde ich den Gedanken schön, dass es das gibt, dass es die Möglichkeit gibt, das mit seinem Hund zu tun. Ne? Weil Hunde oder Tiere an sich sind ja auch schon ein fester Bestandteil des menschlichen Alltages geworden. Und daher finde ich das schön, dass man sie mitnehmen kann, dass man das mit denen zusammen erleben kann. Auch gerade wenn man religiös ist, dass man das halt mit dem Hund teilen kann. Das finde ich halt schon schön. Wir haben einen Mischling. Aber es stand ja auf der Einladung, auch andere Hundefreunde sind gerne gesehen. Ne? Aber Bekannte von uns, die leiten das hier mit und von denen haben wir das erfahren. Erst haben wir natürlich gedacht, das wäre ein Scherz. Ne? Weil wenn man das erzählt, die lachen einen alle irgendwie aus und glauben das erst nicht mit der Hundewallfahrt. Aber Motorräder werden gesegnet, warum nicht auch Hunde oder Tiere Pferde. Generell. Ne? Ne? Gehört ja alles dazu. Wir sind also überrascht, wie viele Leute hier sind. Ganz toll. Also ich habe es, als ich ganz klein war, immer vermisst, dass der liebe Gott sich bei uns im Religionsunterricht oder im Kommunionsunterricht oder während der heiligen Messen nie um die Tiere gekümmert hat. Da waren allenfalls Tiere erlaubt als Friedenstauben oder als Opfertiere. Und das ist mir als kleines Kind schon immer gegen den Strich gegangen. Und ich finde das jetzt sehr schön, dass die Kirche sich jetzt auch dem Rest der Schöpfung öffnet. Es ist eine kleine Gruppe, die auch gerne jedes Jahr wiederkommt.
Und es ist eine spezifische Gruppe und es ist die Gruppe, die nicht unbedingt in den normalen Sonntagsgottesdienst kommt, die ganz bekannt ist. Also es kommen auch Menschen, die sonst nicht so sehr in Kirche auftauchen, die kirchenfern sind, würde man jetzt vielleicht sagen. Ja, ist ja klar. Das ist auch, sind auch nicht Menschen, aber sind auch Tiere. Ne? Die kann man ja auch segnen lassen. Ne? Ja. Denn ich gehe nicht so viel in Kirche, also bin ich ganz ehrlich. Und wenn sowas ist, dann gehe ich auch. Ne? Ich gehe Weihnachten und Ostern gehe ich in die Kirche. Dass wir zur Pferdesegnung gehen, hat natürlich auch mit unserem Glauben zu tun. Wir sind katholisch, aufgewachsen, erzogen. Da ist ein bisschen Überzeugung dabei, das hilft auch. Ich glaube, das Christliche, das steckt in uns allen. Ob wir das jetzt christlich nennen, die Ethik, die Verantwortung für die Schöpfung und der Glaube, die sind so nah beieinander, das kann man gar nicht trennen, finde ich. Das bewegt sicherlich viele Leute, die ganz bewusst zeigen, mein Tier ist mir wichtig, mein Tier ist mir wertvoll, die Beziehung zu meinem Tier ist mir so wertvoll, dass ich auch Gottes Segen für es haben möchte. Und mein Tier ist nicht einfach ein Ding neben anderen Dingen, sondern ist ein Lebewesen, es ist ein Geschöpf Gottes. Braune Kutte, weißer Strick mit Kapuze drauf, dann weiß der Fachmann Franziskaner. Seit 1681 sind hier Franziskaner am Mariendom zu Neviges. Die Spiritualität von uns Franziskanern ist ja die des heiligen Franziskus von Assisi. Und vielleicht das bekannteste von ihm ist ja der Sonnengesang, wo er alle Dinge, die Gott geschaffen hat, also die Sonne, den Mond, die Sterne, das Wasser, die Berge, die Blumen, die Tiere, die Menschen, alle seine Brüder und Schwestern nennt. Alle sind Geschöpfe Gottes. Gott ist unser aller Vater. Von daher haben wir eine ganz besondere Affinität auch zur Tiersegnung. Das Stichwort von uns Franziskanern auch in der Theologie ist vor allen Dingen die Ehrfurcht vor der Schöpfung. Wie gehen wir Menschen mit der Schöpfung um? Betreiben wir Raubbau der Natur? Wie halten wir unsere Tiere? Wie gehen wir mit den Tieren um? Wie gehen wir mit den Bäumen um? Und so weiter. Also Ehrfurcht und alles gehört zusammen. Kein Mensch kann ohne die andere Schöpfung leben. Wir brauchen einander und wir sind füreinander bestimmt. Schön, dass Sie heute da sind zum Tiergottesdienst, zur Tiersegnung. Ja, wir haben für diese Segnung speziell Lieder rausgesucht, die auch passen. Der Sonnengesang kam natürlich drin vor. Franziskus kam am Anfang vor. Das ist ein einfacher Gottesdienstaufbau. Er beginnt dann mit dem Kreuzzeichen, dass wir uns in Christus versammeln. Er beginnt mit einem Gebet aus der Bibel und dann die Segnung, die Ansprache und die Einzelsegnung. Jetzt gibt es geweihten Regen. Die Tiersegnungen werden sehr nachgefragt und es spricht sich auch rum. Es hat auch im Jahr 2000 klein begonnen, mit einer kleinen Gruppe. Und heute dachten wir, wegen dem Wetter werden nicht ganz so viele kommen und waren doch so wieder so 150 Leute da. Das ist schon ganz enorm. Sohn und der Heilige Geist. Amen. Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Habe ich schon, ja? Ich denke, wenn man in Neviges aufgewachsen ist, dann ist man einfach mit dem Kloster und den Franziskanern verbunden und verwurzelt. Und das ist dann einfach so. Das glaubt man dann einfach auch. Wir haben auch zu Hause ein Bild von Heiligen Franziskus und wenn wir arbeiten gehen, dann bitte ich immer, dass der dann in Schutz die Tiere hat und ich glaube, das wirkt auch.
Also die Liebe des heiligen Franziskus zu den Tieren hat nichts mit Sentimentalität zu tun, sondern sie ist eingebunden in seine Naturmystik, also in sein Verständnis von der Erschaffung der Welt und dessen, dass alle Geschöpfe eben von Gott herkommen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus war hier an Gethsemane, hat Blut und Wasser geschwitzt. Hier an Gethsemane geht ja das Leiden und das Sterben Jesu Christi los am Vorabend. Vor seiner Gefangennahme war er eben einmal im Garten, hat gebetet, hat Blut und Wasser geschwitzt, denn er wusste, es geht ihm jetzt an den Kragen. Er wird umgebracht und wird leiden müssen und er kann nichts dagegen tun. Er ist einfach ausgeliefert und ist den Menschen vollkommen überliefert. Gehen wir zur ersten Station. Guter Gott, Schöpfer der Welt, aus deiner grenzenlosen Liebe heraus hast du Himmel und Erde und alle Arten der Tiere geschaffen. Du hast dem heiligen Bruder Franz die Gnade geschenkt, das Wunder deiner Schöpfung zu erahnen. Lass uns deine Liebe zu allen Geschöpfen erkennen und gib uns die Kraft, uns einzusetzen für unsere Mitgeschöpfe. Einmal ein Dackel, immer ein Dackel, das nennt man Dackelvirus, ist unheilbar. Ob in Niederland ist, ob in Deutschland, ob in Irland, derjenige, der einen Dackel hat, der ist krank. Er ist ein Virus und wird nicht geheilt. Er bleibt allzeit beim Dackel. Dann habe ich immer bei mir. Das ist ein kurzer Dackel und man hat es im Tragen immer beim Herzen. Und so nimmt man den überall mit, auch wenn man nicht mal mitnehmen kann. Unsere Hoffnung, Jungfrau Maria, Mutter des Herrn, du der Ruhm Jerusalems, du die Freude Israels, wir danken Gott, der in seiner väterlichen Liebe dich, die Mutter seines Sohnes, auch uns zur Mutter gegeben hat. Wir wollen an den Prozessionen weiterziehen, hier von der Gnadenkapelle, vom Gnadenbild. Das hat die Kirche zu allen Zeiten gekannt, Tiere zu segnen, die Gott uns als Mitgeschöpfe gegeben hat. Auf Wallfahrt gehen kann nur der Mensch, denn Wallfahrt ist äußerer Ausdruck einer inneren Haltung. Wir bitten dich, segne diese Kerze, die wir entzünden zum Lobpreis der Jungfrau und Gottesmutter Maria. Wir bitten die Heiligen um ihre Fürsprache. Heilige Maria, Trösterin der Betrübten, bitte für uns. Heiliger Wendelin, bitte für uns. Heiliger Leonhard, bitte für uns. Alle Heiligen Gottes, bittet für uns. Mutter und Tochter, Wasser haben hier, oder?
Ja, natürlich. Wir sind von weit angereist. Heute wurde ich gefragt, ob ich den Kreuzweg machen kann mit den Dackeln. Ich habe gesagt, ist zwar was Außergewöhnliches, konnte mir nichts darunter vorstellen so wirklich. Ich habe gesagt, okay, probiere ich mal aus, gehe da mal mit und habe das mit denen zusammen vorbereitet. Und es war eigentlich eine schöne Sache jetzt. Aber ich bin jetzt kein Hundehalter und die kleinen Hunde, das geht noch. Nur für den großen Hund, da habe ich auch ein bisschen Angst, muss ich ehrlich gestehen. Die kleinen gehen ja. Aber ja, da ich keine Tiere habe, außer mein Kanarienvogel besessen in der Jugendzeit, dann auch relativ zügig verstorben ist, habe ich sonst aber keine Beziehung zu den Tieren. Ich bin getauft und zur Kommunion gegangen und zur Firmung, dann darf mein Dackel auch gesegnet werden. Sitz jetzt. Ja, die Bedeutung ist die, dass man halt, ich sag mal, versucht, mit dem Glauben, mit der Segnung was Gutes zu tun für sich und auch für den Hund. Ja, von daher, viel besser kann ich es eigentlich nicht beschreiben. Es ist eigentlich schwierig zu beschreiben, warum man sowas macht, aber es hängt halt mit dem Glauben zusammen. Es war auch jetzt so krank ein paar Wochen und hat sich aber erholt und deshalb der Segen jetzt, das hilft noch. Dadurch, dass wir jetzt auch so mit Turnieren machen, Gelände und alles, und das manchmal schon ein bisschen sicherlich auch gefährlich sein kann, muss ich sagen, finde ich diese Pferdesegnung sehr, sehr wichtig, weil ich im Grunde genommen auch davon glaube, dass es also so ein kleines bisschen vielleicht ganz gut ist, wenn man einen Segen von oben hat, dass man also so ein bisschen eine schützende Hand, wie gesagt, da oben hat. Ne? Das ist schon wichtig. Ein Tier ist ein Geschöpf Gottes und ich finde, auch ein Tier hat Anspruch auf Segen. Und Segen heißt eben die Zusage Gottes, ich bin bei dir. In guter Zeit, in schwieriger Zeit, ich verlasse dich nicht. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie er das sieht, um Gottes Willen. Er ist ein Hund. Ich denke mal, er fand das ganz toll, mit so vielen Hunden hier zu sein. Er hat seine komplette Familie getroffen. Das ist immer ganz witzig. Wenn andere Hunde da sind, hat sie immer sehr viel Spaß. Und von daher ist das sicherlich für sie auch ein angenehmer Tag hier. Was eine gute Wallfahrt ja ausmacht, ist ja Beten und Essen hinterher. Also dass man eben betet zusammen und Kaffee trinkt, was ja auch nochmal auf zwei verschiedenen Ebenen die Gemeinschaft ja auch fördert. Ich glaube, das ist ja auch das Schöne, dass man hier einfach unter Gleichgesinnten ist. Es sind alles Leute, die eben ihre Tiere wirklich lieben und für die, die eben eine große Rolle im Leben spielen. Und das ist einfach, ne, dass man nicht denkt, man ist der einzig Bekloppte, für den das Tier so wichtig ist. Und das ist wirklich das, was das auch ausmacht. Ne? Die Leute, die kommen und nicht zur Kirche gehen, die sehen sich ja nicht als Ungläubige. Sie sagen, sie sind nur keine Kirchgänger. Aber es ist ihnen wiederum so wichtig, dass ihr Tier ja, zum Kirchgänger wird eigentlich. Dass es also gesegnet wird. Ich finde das einfach schön, wenn man irgendwo so einen Segen kriegt. Ja? Irgendwo für das Herz. Ne? Ist nicht, kann ich irgendwo nicht begründen und erklären. Ich finde es einfach schön. Genau wie eine Taufe für ein Kind oder so. Ne? Finde ich wichtig. Und auch wenn ich nicht jeden Sonntag in die Kirche gehe. Wir sind in einer modernen, heutigen Zeit. Allerdings bin ich auch gerne ein Wallfahrer nach Kevela und deshalb entsprechend auch unsere Teilnahme jetzt an der Pferdesegnung in Neuss. Egal welches Pferd mitgeht, es geht stellvertretend für alle. Ist ja im Prinzip auch mehr ein symbolischer Akt, die ganze Angelegenheit. Heute ist Pferdesegnung in Neuss. Am Münster. Und dafür putzen wir die Pferde so ein bisschen raus. Wenn die sonst so mit langer Mähne auf der Wiese laufen, dann werden die heute richtig fein rausgeputzt, als ob es zum Turnier geht. Denn irgendwie ist das eine schöne Sache, dass so eine alte Tradition wieder auflebt. Und ich hoffe, dass der Manni auch ein bisschen Spaß daran hat. Das ist hier neu schon mehrere Jahrhunderte, dass Quirinus der Stadtpatron ist, nicht nur Patron dieser Kirche, sondern der Stadtpatron. Von der Vita wissen wir nicht viel. Es hat einen Menschen gegeben in dieser Zeit, der sich bekehrt hat zum Christentum, der sein Leben gelassen hat, der Märtyrer geworden ist und die Reliquien nach Neuss gekommen sind und das wiederum eine große Bedeutung gehabt hat für Menschen, die hierher gekommen sind. Also Quirinus wurde und wird verehrt vor allem von Kranken. Dann wird Quirinus verehrt von den Pferdebesitzern. Pferde waren ja vielfach Nutztiere. Im Mittelalter, da war es wichtig, dass die Tiere gesund blieben. Das ist auch heute wichtig, natürlich.
Aber es war auch deshalb wichtig, weil die Tiere so wertvoll waren und manchmal das Einzige, was die Menschen hatten. Und wenn dann ein Tier krank wurde, dann kamen die Reiter, die Besitzer mit ihren Pferden hier zum Quirinusmünster, um hier zu beten: Heiliger Quirinus, du bist so stark, du bist so ein großer Heiliger, du bist so nah bei Gott, dann bitte Gott doch nicht nur für mich, sondern auch für mein Pferd, dass es wieder gesund wird. Hier draußen auf dem Münsterplatz war ein Brunnen. Und die Menschen in Neuss haben gesagt, das ist der Brunnen vom heiligen Quirinus. Und sie haben Wasser daraus geschöpft und den Tieren zu trinken gegeben. So, jetzt nehmen wir nicht Wasser aus dem Brunnen, aber Wasser, das geweiht ist, gesegnet ist, weil ich die Pferde und die Besitzer und alle, die hier sind, anschließend segnen. Ja? Na, darf ich kommen, oder Sie werden erschrecken? Wir erschrecken Sie auch mehr. Wir haben praktisch eine alte Tradition wieder neu aufgegriffen vor 3 Jahren. Stadtmarketing Neuss hat einen Mittelaltermarkt veranstaltet. Und da kam die Idee auf, diesen alten Brauch, der lange abgerissen war, nicht mehr aktiv war, wieder aufleben zu lassen. Ich komme gebürtig aus Kessel. Ich komme eigentlich schon, seit ich denken kann, hierhin. Jetzt allerdings seit 4 Jahren erst mit Pferd auch selber. Und das Schöne ist eigentlich, es ist eine alte Tradition. Weihnachten ohne Pferdesegnung ist also für mich kein Weihnachten. Also der zweite Weihnachtstag ist immer morgens früh aufstehen und auf zur Pferdesegnung. Also man sagt, dass hier seit einigen Jahrhundertjahren die Pferdesegnung ist am Stephanustag, also eben immer am 26. Pferde und auch Reitkutschen, alles Mögliche, was eben mit Pferdesport, Tieren zu tun hat. Menschen kommen aus der Isolation, aus dem Starren, der Gesundheit manchmal abträglichen Blick zu Hause auf den Bildschirmen in die Weite des Lebens, übernehmen Verantwortung, pflegen mit und spüren, ich bin gebraucht, ich bin wichtig. Ich bin kostbar. Man weiß nur, das Jahr 1639, da hat sie auf jeden Fall stattgefunden. Also ich glaube, es ist ein großer Segen, dass Menschen zur Segnung fahren. Wer sich auf den Weg macht, der überlegt sich etwas. Der spart ja Raum aus, Zeit, Energie, Kraft, am zweiten Weihnachtstag immerhin. Und das ist ein Segen, dass jemand ins Denken kommt, stärkere Fühlen auch. Was mache ich eigentlich mit meinem Tier? Welche Beziehung habe ich dazu? Allzeit gute, gesegnete Fahrt. Menschen, die punktuell nach so einer Begegnung suchen, diese spüren, das Tier ist einfach mehr als eine tote Sache. Da lebt auch so ein Plus X, nenne ich das mal, auch mal das Gott nennt, Glaube, Kirche, so ein Plus X. Und das möchten sie auch irgendwie ins Wort bringen, ins Zeichen, spüren, erleben. Der Glaube möchte ja alle Lebensbereiche irgendwie positiv, ermutigend bestärken. Allzeit gute Fahrt. Also das ist eine der ganz wenigen Veranstaltungen, die so einen starken Wandel geschafft haben, also kirchliche Veranstaltungen. Das Durchschnittsalter ist gesunken, sehr viele junge Leute kommen hin. Also das Weihwasser, jetzt mal ganz, ganz klassisch gesagt, erinnert immer an die Taufe. Die Leute wollen auch dieses Wasser. Also es hilft nichts, wenn ich da nur stehe oder wenn sie in der dritten Reihe vorbeireiten, dann drehen sie um, machen eine Kurve, bis sie etwas ein paar von den Sprühern abbekommen haben, von den Tropfen. Also ich glaube, der Mensch, wir Menschen brauchen einfach so etwas Sichtbares, Spürbares. Pferd oder Hund? Allzeit gute Fahrt!
Pferde. Kommst du? Gut. Also im Grunde genommen sammeln sich überall so kleine Gruppen, die dann noch so feiern. Ne? So ein bisschen feiern, zusammensitzen. Je nachdem, wie das Wetter mitspielt, dann auch. Ne? Ja, schön ist das. Das ist so der Jahresabschluss, man sieht sich zum letzten Mal. Das sind die Leute, Freunde, die man das ganze Jahr gesehen hat, die man im Sport gesehen hat. Und dann ist der Jahresabschluss, deswegen machen wir das auch. Und nächstes Jahr geht dann wieder alles weiter. Also ich persönlich freue mich, dass sich dieser Tag gehalten hat. Früher war es eine ganz wenige Kirmes, heute die Pferdesegnung, wo man Zeit hatte, wo man in die Wirtschaft gehen konnte, einen drauf machen, Leute traf, einfach mal so ausgebrochen ist aus dem Grau des Alltags. Und das ist bis zu heute so geblieben. Viele kommen nach Hause, hier zu ihren Eltern, zu ihren Geschwistern, Freunden von früher, Klassenkameraden von einst. Und das Dorf lebt einfach heute. Tiere waren über Jahrhunderte hinweg Gegenstände. Ja? Eigentlich bis in die Neuzeit. Wir haben also die Segnung der Pferde im Zusammenhang hier mit dem Georgstag im April. Das hat ja noch eine junge Tradition. Und dann gibt es natürlich aus der Vergangenheit, dass eben auch Bauern und Landwirte, dass die gebeten haben, segnet unsere Tiere, weil das für die Existenz eines Hofes ganz, ganz wichtig war in alter Zeit. Und dann kamen auch regelmäßige Tiersegnungen dazu. Das ist alles in Vergessenheit geraten. Wir haben eine andere Einstellung zu den Tieren. Es sind nicht mehr unsere Arbeitskräfte, es sind eher Gefährten für Freizeit und Ähnliches. Aber da kommt uns dann auch der Gedanke, ja, wie können wir denen gut sein? Man sammelte, das habe ich als Kind noch selber getan, alle möglichen Kräuter, vom Pfefferminz über Kamille und so weiter, und band das in einem Büschel, einem Strauß zusammen und bringt diesen Strauß zur Segnung in die Kirche. Es gibt auch dafür ein eigenes Ritusformular. Und diese Heilkräuter wurden im Stall irgendwo an der Decke aufgehängt und blieben das ganze Jahr über da. Und wenn ein Tier krank wurde, wurde eventuell also von diesen Kamillenblüten was unter das Futter gestreut. Und ich denke, das tun auch heute noch manche Bauern. Wenn ich an meine letzte oder an meine Vikarstelle denke in Billerbeck, das hat mich immer schwer beeindruckt. Zu den Weihnachtstagen nahmen die Menschen und nehmen es auch heute noch Weihwasser mit aus der Kirche. Und dann nach den Gottesdiensten fuhr man nach Hause auf die Höfe, auf die Betriebe. Dort wurde zunächst einmal durch den Stall gegangen, um die Tiere mit diesem Weihwasser zu segnen. Und dann hat man dann die Feier zu Hause fortgesetzt. Wir kennen aus dem süddeutschen Bereich diese Tradition um das Fest des heiligen Leonhard herum. Wir kennen solche Prozessionen mit Pferden, wo selbst der Bischof dann also auf dem Pferd reitet und hinterher die Tiere alle segnet. Das sind Traditionen, die haben immer eine Rolle gespielt, ich sag mal vom Schöpfungsgedanken her. Und vielleicht wird was neu entdeckt. Der Mensch als Geschöpf Gottes, manche sagen auch als Krone der Schöpfung, ist das Ebenbild Gottes. Er hat den Verstand, er kann Gott erkennen, was die Tiere so nicht haben, soweit wir Menschen das erforschen können. Bloß Gottes Welt ist immer auch eine andere Welt. Und ich denke schon, es ist ja eine häufig gestellte Frage, kommen die Tiere auch im Himmel, ne? Und so weiter, ganz, ganz bestimmt. Sie sind Geschöpfe Gottes und sie sind auch im Himmel vorhanden. Ganz wichtig finde ich den Satz im Schöpfungsbericht der Bibel, wo Gott den Menschen sagt, macht euch die Erde untertan. Das heißt, nach meiner Auffassung, ihr habt Verantwortung für die Welt. Ihr habt Verantwortung für alles, was ich geschaffen habe und eben auch und insbesondere, ihr habt auch eine Verantwortung für die Tiere. Und ihr könnt die Welt nicht ausbeuten und ihr müsst für die Tiere sorgen.
Und solange der Mensch von sich aus sagt, er wäre von Gott berufen, die Geschicke der Welt zu leiten, solange wird er das auch tun und solange wird er aber auch kein gescheites Verhältnis zu anderen Kreaturen und zur Schöpfung allgemein haben. Ja? Und daran müssen wir arbeiten. Und da sage ich auch ganz ehrlich, notfalls gegen biblische Traditionen, ja, weil Glaube muss sich weiterentwickeln. Ich möchte einfach mal so durchgehen und gucken, was wir denn haben. Denn ich habe schon wieder entdeckt, dass wir in diesem Jahr natürlich viele Hunde haben. So, wer hat einen Hund mitgebracht? Mal melden. Aber es gibt ja noch andere Tiere hier. Haben die mittlerweile einen Namen? Hanna, haben die Namen? Warte mal, ich komme mal zu dir rüber. Wir nennen die immer etwas. Ganz laut. Wir nennen die immer etwas, immer mal anders. Ah, habe ich überhaupt das Mikro an, ja. So, also die werden immer anders genannt. Also, ich sage, was es ist. Hanna hat unsere beliebten Weberknechte mitgebracht. Also sie sagt jetzt, was es für ein Tier ist. Das ist ein Bartagame. Nochmal erklären. Das ist eine Echse, eine Großechse. Aha. So, das ist eine Großechse. Gibt es jetzt noch einen Nichthund hier? Meerschweinchen. Barbara, sag mal ganz laut, wie das heißt. Lisa. Lisa heißt das. Toll. Im Einkaufskorb, aber mitfressen. Das ist schon klasse. So, die Leonie, die hat zwar kein Tier zu Hause, aber ein Ausweis, dass sie Tierpatin wird. So, und jetzt gucken alle ganz entgeistert, denn die fragen sich jetzt, wo wird man das? So, jetzt sagst du das. Im Brückenkopfpark. Und von was für einem Tier wirst du Tierpatin? Eine Ziege. Von der Ziege. Ja, die kann man ja auch schlecht in der Wohnung halten, also wird man Tierpatin. Habe ich jetzt irgendein Tier vergessen, was ich jetzt nicht als Hund habe definieren können? Und wir wollen heute zusammen Gottesdienst feiern, wie jedes Jahr eigentlich. Und jedes Jahr haben wir ja ein Motto. Und ich weiß nicht, ob ihr mit dem Motto was anfangen könnt. Ich sage es mal einfach. Nicht jedes Tier hat Schwein. Ich sage das mal so. Es gibt Tiere erster Klasse und zweiter Klasse. Die erste Klasse haltet ihr in den Händen. Die sitzen gerade vor euch. Die habt ihr lieb. Die zweite Klasse ist hier abgebildet. Kühe, Hühner, auch Esel, nicht in unseren Breiten, aber in anderen Ländern. Schafe, Schweine. Eure Tiere, die ihr mitgebracht habt, sie sind euch heilig. Ihr kennt ihren Charakter, ihr kennt ihr Wesen. Und wenn dem Tier etwas fehlt, wenn es krank ist, wenn es ihm schlecht geht, dann beunruhigt euch es. Ihr lauft zum Tierarzt, gebt unheimlich viel Geld aus dafür, eben weil ihr dieses Tier liebt. Die anderen Tiere sind Nummern. Sie leben in Massen und sie haben keinen eigenen Wert. Wie weit wir von ihnen weg sind, wie weit? Wir haben Macht, wir können etwas tun. Wir können darauf schauen, was wir kaufen, wo wir es kaufen. Wir können fragen, wo habt ihr das her, das, was wir da jetzt kaufen, die Milch, die Eier, das Fleisch. Das tun wir zu wenig. Herr, gib uns einfach die Kraft und den Mut, da einfach nervig zu sein. Segne die Tiere als unsere Mitgeschöpfe. Also der Segen ist in der katholischen Kirche ja gebunden an den Amtsträger. Wir haben dieses Amtsverständnis in der evangelischen Kirche nicht. Deswegen erteile nicht ich den Segen, sondern ich bitte um den Segen, der von ganz woanders herkommt, spirituell. Der Mensch muss sich natürlich darauf einlassen. Und so segne Gott euch, die wir ja auch Tiere sind. Deswegen ist mir dann wichtig, dass den Leuten bei so einer Segenshandlung, die übrigens in jedem Tiergottesdienst auch absichtlich so ist, deutlich wird, dass das, was jetzt so an Kraft in dem Segen spürbar sein soll, in erster Linie aus ihnen heraus in die Tiere und umgekehrt kommt.
Das heißt, es ist so ein inneres Verhältnis, eine innere Verbindung. Und wenn man sich gegenseitig Kraft gibt, weiß man, dass man das Leben eigentlich ein Stück weit besser gestalten kann. Das ist eigentlich so der Sinn von Segen für mich auch. Egal wie jetzt mein Verhältnis zur Kirche ist oder überhaupt das Verhältnis zur Kirche an sich ist oder zur Religion, finde ich, sollten wir uns irgendwie Gedanken darüber machen, dass wir nur eine Welt haben, die wir uns teilen müssen mit allen Geschöpfen. Egal, ob sie uns nutzen oder ob sie uns nicht nutzen oder ob sie vermeintlich schaden. Das ist alles ein Ganzes, das zusammengehört. Und so wie wir halt hier freundschaftlich mit unseren Pferden leben, sind sie Jahrhunderte oder Jahrtausende lang ausgenutzt worden und geschunden worden. Und ein bisschen was können wir mal zurückgeben. Sicherlich leitend bei mir persönlich jetzt gewesen, ist es so, meine Vorstellung von Leben überhaupt, dass ich mich unheimlich daran störe, dass gerade in der christlichen Theologie, aber auch in anderen Religionen, Tiere immer abqualifiziert wurden. Und mit den verheerenden Folgen, die dann man in jeder Kultur beobachten kann, ob es Opferkulturen sind oder Massentierhaltungskulturen, es kommt alles aufs Gleiche hinaus. Und ich wollte eigentlich was dagegen setzen. Ich wollte sagen, also wir Christen, bezogen jetzt auf uns, können auch anders. Ich finde das gut, dass es Priester gibt, die das tun. Alle machen das nicht. Ne? Also ich kenne auch, wie gesagt, fromme Katholiken, die sind auch dagegen. Aus welchem Grund sind die dagegen? Wissen Sie das? Ist ja nur ein Hund. Ne? Manchmal würde man sich schon wünschen, dass die Kirchenleitung gerade zu dem Thema mal was sagen würde. Und wenn die Kirchenleitung dann zu dem Thema wirklich mal was sagen würde und das Ganze auch mal liturgisch und theologisch nochmal neu aufarbeiten würde, jetzt sage ich jetzt mal auch für eine Öffentlichkeit, dann würde ich sagen, es ist keine Modewelle mehr, sondern da ist auch ein Ernst dahinter. So liegt es aber eher so, sage ich jetzt mal, nach dem Belieben einer einzelnen Gemeinde. Da ist kein System dahinter und das finde ich eigentlich auch blöd. Ja? Andererseits, wenn man es gar nicht machen würde, wäre es auch wieder falsch, sodass man eigentlich so eine Halbheit macht. Ich bin eigentlich ein sehr gläubiger Mensch, aber ich bin dennoch längst nicht jeden Sonntag in der Kirche, weil ich den Hund nicht alleine lassen will. Wenn ich die mitnehmen könnte, wäre ich hundertprozentig jeden Sonntag in der Kirche. Und ganz sicher. Aber ich arbeite 8 Stunden am Tag, dann brauche ich schon jemanden, der sich immer um sie kümmert. Und das sehe ich dann nicht ein, sie dann auch noch da noch mal alleine zu lassen. Ne? Dann bete ich halt im Feld mit ihr. Das geht auch. Durch die Freundschaften, die Kameradschaften, die sich bilden, nehmen ganz viele unterschiedliche Menschen daran teil, damit auch unterschiedliche Konfessionen, Richtungen, Lebensüberzeugungen, also von Esoterik bis eben auch zu nicht getauften Leuten, aus der Kirche Ausgetretenen, sind ganz bewusst dabei. Also das ist ganz, ganz gemischt. Ja, heute heißt dieser Ausdruck niederschwelliges Angebot. Man kann das so verstehen, dass wir ein bisschen die Scheu vom Kirchgang nehmen und auf die Schöpfung und auf Gott als Schöpfer ein wenig aufmerksam machen, in einer möglichst menschenfreundlichen Weise. Ich als Theologe finde es wichtig zu sagen, ich nehme die Menschen so, wie sie sind, und das, was ihnen wichtig ist, nehme ich an und bringe ich ein und deute ich, übertrage es in Religion, übertrage es in Spiritualität, sodass es für sie deutbar wird. Und ich mag Tiere einfach, mich erfreuen Tiere selber auch und deswegen habe ich dann auch Spaß an einer Tiersegnung. Ja. Wir sind hier im Ortsteil Heiderhof. Es gibt sehr viele Kinder hier, es ist ein kinderreicher Stadtteil, ich glaube der kinderreichste in ganz Bonn. Er hat nicht nur Himmel und Erde, sondern er hat auch die Bewohner der Erde geschaffen. Und viele von den Bewohnern der Erde sind heute hier auf ihre Weise zur Ehre Gottes. Wir wollen sie segnen.
wir gehen von der profanen Seite aus und sagen, was ist Menschen eigentlich wichtig? Und das sind eben ihre Haustiere. Und das versuchen wir religiös neu zu deuten, spirituell. Und das ist ein neuer Gedanke, glaube ich. Ob der Wunsch neu ist bei den Menschen, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, das war eigentlich schon immer da. Herr, du lässt die Quellen hervorsprudeln in den Tälern. Sie eilen zwischen den Bergen dahin. Tiere des Feldes spenden sie Trank, die wird Jesus in ihren Durst daraus. An den Ufern wohnen die Vögel des Himmels. Aus den Zweigen erklingt ihr Gesang. In der Schöpfungsgeschichte wird erklärt, dass Pflanze und Tier dem Menschen als Nahrung dienen sollen. Das meint nicht nur die Nahrung, dass ich körperlich gesättigt bin. Vielleicht ist es auch ein Hunger, der gestillt wird, ein Hunger auf Freude, ein Hunger auf Leben, ein Hunger auf Freundschaft, den diese Haustiere bei uns stillen können. Sei gesegnet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann komm, dann nehmen wir erstmal die lebendigen Tiere. Sei gesegnet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Du kriegst auch jetzt einen Schrecken. Es geht eben auch darum, das ist der Hauptteil sozusagen, die eigentliche Segnung. Das ist dann eine Einzelsegnung. Das ist eine persönliche Ansprache für jeden nochmal. Und das ist auch das, was, wie ich es zumindest wahrnehme, für die Menschen das Wichtigste ist, was da passiert. Also diese ganz einzelne Ansprache nochmal zu sagen, ich bin jetzt gemeint, ich mit meinem Tier dabei. Und das ist, glaube ich, auch das Erfolgsgeheimnis dieser Sache. Also das ist der Hauptteil, würde ich sagen. Sei gesegnet. Einen ganzen Zoo bringst du mit. Sei gesegnet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bitte schön. Sei gesegnet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, du wartest schon so lange, ne? Wenn wir das Tier auch segnen. In dem ersten Jahr, als wir die Tiersegnung machten, waren nur lebendige Tiere da. Aber im zweiten Jahr kamen dann Kinder mit ihren Kuscheltieren. Und ich war völlig davon überrascht. Steht in keinem Ritus und war auch von uns nicht vorgesehen. Aber dann standen die Kinder mit ihren leuchtenden Augen und ihren Tieren, die sie warm hielten, vor mir. Und dann kann ich nicht sagen, dich segne ich nicht, das geht nicht. Ich hätte ja so ein Kind in Tod beleidigt und sie hätten mich nicht verstanden. Und dann habe ich gedacht, dann darf ich die auch mit segnen, denn der Segen gilt letzten Endes den Menschen, den Kindern. Und theologisch würde ich sagen, das, was uns am Herzen liegt, liegt auch dem lieben Gott am Herzen.